Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Das Schicksal von Atlantis Episode 2 und wir sprechen jetzt gleich mit Hades über den Abschluss unserer Arbeit dann als Hüterin hier. Cassandra ist zurück. Und der Sieg steht ihr ins Gesicht geschrieben. Wo ist dein Bruder? Gibt's keine Wetten abzuschließen? Das ist längst geklärt. Er hat verloren. Die Tore haben ihre Wächter, Charons verlorene Seelen ruhen in Frieden. Und jetzt sag mir, was du über den Stab weißt. Das habe ich dir nie versprochen. Ich sagte, ich helfe dir, dein Schicksal zu erfüllen. Mein Schicksal ist es, den Stab zu verstehen. Und du wirst mir dabei helfen. Du warst nie in der Position, mit mir zu verhandeln. Dein Leben gehört mir. Seit du den Kerberos getötet hast. Jeder hätte Wachen an den Toren platzieren können. In Wahrheit wollte ich nur, dass du dich hier eingewöhnst. Wovon redest du da? Oh, habe ich es nicht erwähnt. Es gibt noch ein fünftes Tor. Und du wirst es bis in alle Ewigkeit bewachen. Das ist dein Schicksal. Ich habe mich deiner Frau nicht gebeugt und dir werde ich mich auch nicht beugen. Oh, und wie du das wirst. Oh, wir kämpfen gegen Hades. Na Hades, wie ist es so rumgeschubst werden, ne? Der hat ein Schutzschild, willst du mich verarschen? Hättest dich großartig in meiner Sammlung toter Helden gemacht. Oh. Ah, shit. Warum hat er denn nicht das Menü geöffnet, Mann? Irgendwann landet die erbärmlichen Menschen sowieso alle hier. Warum wehrst du dich? Weil meine Zeit noch nicht dafür gekommen ist. Ah.
Letzte Chance. Gehorche mir. Oder oh, willst du mich verarschen, Mann? Was gibt es da zu lachen? Als würde das hier irgendetwas bedeuten. Du bist eine Gefahr, egal wo du bist. Was? Was? Nein! Kein Cliffhanger! Ihr wollt mich verarschen, Mann. Das ist genauso wie bei Kerberos. Ihr wollt mich echt ärgern, oder? Echt, echt. Oh, mies. Victoria, was hast du getan? Alles okay da unten? Schalt den Funk aus! Das geht eindeutig zu weit. Ich fahr alles runter. Ich komm schon klar. Du bist nicht mehr du selbst. Und du benimmst dich wie ein Kind. Sieh dich nur an. Merkst du nicht, was der Stab mit dir macht? Du klingst dich in Demos Erinnerungen ein und läufst in der Unterwelt Amok. Das ist der Sicker-Effekt. Du schadest Cassandras, dir. Du musst nicht Demos. Aufhören. Gib ihn zurück. Sofort. Nein. Der Stab oder ich. Entscheide dich. Lass los! Das ist es nicht wert! Es ist zu deinem eigenen. Steh auf, Victoria! Victoria. Nein. Nein, nein. Das muss ein Fehler sein. Das. Nein, das war ein Unfall. Ich schwöre. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich. Die Erbin der Erinnerung würde so etwas nie tun. So etwas? Victoria war meine Freundin. Das war ich nicht. Es funktioniert nicht. Ich brauche Zeit. Glaubst du, ich hätte das absichtlich getan? Es war der Stab, Alitia. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich würde nie töten. Die Erbin der Erinnerung aus meiner Vision hatte Weitsicht. Deine Reaktion war völlig menschlich und unmenschlich. Ich fürchte, du kannst nichts aus dem lernen, was ich für dich erschaffen habe. Ich bin die Erbin der Erinnerung. Ich kann den Stab führen. Glaub mir. Ich weiß, dass ich es kann. Das hast nicht du zu entscheiden.
Ich entscheide, ob du würdig bist. Obwohl es vielleicht schon zu spät ist. Gut. Ich verschwinde für einen Moment, aber... Lass nicht zu, dass ihr irgendetwas zustößt, okay? Und bitte geh nicht. Ich komme wieder. Ich gehe nirgendwo hin. Verdammt. Tut mir leid, Victoria. Ich kann jetzt nicht aufhören. Das war verdammt hart. Aber Alter, wie sie... So früh zurück? Alethea, ich weiß, ich war nur kurz im Animus, aber ich konnte es nicht abwarten. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich dich fortfahren lassen sollte. Und ich habe die Entscheidung gefällt. Sie wird dir nicht gefallen. Lässt du mich etwa nicht in die dritte Simulation? Tut mir leid. Meine Berechnungen waren falsch. Ich habe dich einkalkuliert. Es war mein Fehler. Ich verstehe es jetzt. Es ist an der Zeit, dass du Atlantis verlässt. Das kannst du nicht tun. Nicht jetzt! Ich habe das Elysion und die Unterwelt gesehen. Nimm mir das nicht weg! Hätte ich gewusst, dass diese Realität so verläuft, hättest du das alles nicht gesehen. Du bist zu menschlich. Deine DNA hat sich der Natur des Stabes gebeugt. Ich weiß, der Sicker-Effekt ist echt. Und der Zugriff auf Demos Erinnerungen hat mich verändert. Aber ich habe die ISO-Artefakte studiert. Das ist die letzte Stufe meiner Prüfung. Wenn das vorbei ist, hält meine DNA dem Stab stand. Mag sein, aber das wirst du nicht mehr erleben. Meine Simulationen bleiben dir verschlossen. Es tut mir leid, Alethea. Alles, was passiert ist. Du hast so große Hoffnungen in mich gesetzt. Das hatte ich. Es war mein Fehler. Ich hätte dich diesen Weg nie gehen lassen dürfen. Aber nein, das ist es ja. Du hattest recht. Du hast etwas in mir gesehen, das ich Gleichgewicht bringen würde. Und das kann ich immer noch tun, wenn du mich lässt. Selbst wenn ich dich hineinlassen würde, deine Ärztin ist tot. Und ich würde das gerne rückgängig machen. Aber das geht nicht. Ich muss weitermachen. Ihren Berechnungen zufolge wird dein Körper den Simulationen nicht standhalten. Unsinn. Der Stab hat Cassandra tausende Jahre am Leben gehalten. Das ist ein garantierter Schutz. Dein Verstand ist noch eine andere Geschichte. Dir fehlt das Gespür, seinen Verfall wahrzunehmen. Und doch wird dieser Stab Heilung bringen, Alethea. Ich könnte am Ende klüger, kontrollierter sein. Unbesiegbar. Das sind äußerst voreilige Schlüsse. Lass es mich einfach versuchen. Bitte. Geh. Oh Gott, danke. Du wirst es nicht bereuen. Ja, das wird schon bereut. Wir werden uns drinnen sehen. Fand ich, habe mich damals immer noch gut entschieden, dass ich das am Tag genommen habe. Das genügt! Hey, Poseidon. Kein Grund zu schreien. Das ist nicht dein Reich, Bruder. Hades hat dir nichts weiter zu bieten. Es war dir nie bestimmt, hier zu bleiben. Auch nicht im Elysion, auf Kephallenia. Und du gehörtest auch nicht nach Sparta. Ich biete dir einen Ort, an den du gehörst. Es ist an der Zeit. Atlantis wartet auf dich. Alles ist besser als das hier. Das wird ein Nachspiel haben. Nein! Ah!
Das wird nicht nötig sein. Du bist in Sicherheit. Das habe ich schon oft gehört. Dieser Ort hier ist nicht wie die anderen. Keine Persephone, kein Hades. Nur du. Nur ich. Die Castes Basileus, oberster Schiedsrichter von ganz Atlantis. Aber für dich bin ich Poseidon. Was ich dir anbiete, Hüterin des Stabes, ist ein Platz an meiner Seite. Als die Castes neben mir. An der Seite eines Gottes. Willkommen zu Hause. Wenn du der Dikastes Basileus bist, dann willst du mich als... Dikastes als Richterin. Hilf mir, die Richtsprüche und Rechte in Atlantis durchzusetzen. Aber ich muss dich warnen. Ich habe nicht immer recht. Deine Taten in der Unterwelt haben mich überrascht und ermutigt. Deine Entscheidungen haben Schicksale beeinflusst. Aber habe Vertrauen. Ich weiß, dein Respekt für Gerechtigkeit ist groß. Dieser Ort ist wirklich Atlantis. Also wirklich intakt. Ich dachte, es wäre zerstört worden. Alle 7 Jahre durchläuft unsere Stadt einen neuen Zyklus, wenn sie für unvollkommen befunden wird. Und wer richtet darüber? Vor deiner Ankunft war dies allein meine Entscheidung. Nun, da du an meiner Seite bist, lasse ich diesen Zyklus ewig währen. Hades muss dir von meinem Stab erzählt haben. Das musste er nicht. Wie bei allen Helden ist deine Reise zu Stoff für atlantidische Legenden geworden. Dann weißt du, dass mein Stab der Grund ist, warum ich hier bin. Ich muss lernen, ihn zu beherrschen. Dieses Land ist ein Paradies der Macht für alle mit ISU-Instrumenten. Aber alles zu seiner Zeit. Du willst also, dass ich bei euch lebe? Ein Zuhause bei den Göttern? Götter? Wir sind so viel mehr als das menschliche Konzept von Göttern. Dein Vater nannte uns die Vorläufer. Aber wie Alithia schon sagte, wir sind die ISU. Du weißt von meinem Stab, Pythagoras und Alithia? Ich fühle mich langsam beobachtet. Deine Prüfungen im Elysion und in der Unterwelt, oder vielmehr deine Triumphe, sind uns wohl bekannt. Meine Prüfungen zwangen mich zur Rebellion. Ich musste mich den Toten stellen. Macht mich das zu einer guten Dikastes? Wir wählen unseren Weg nicht immer selbst. Dein Weg wurde von deinem Blut vorbestimmt. Du besitzt beide DNA-Stränge. Das Beste von Menschen und ISU. Du wirst unsere gemeinsame Zukunft verkörpern. Es ist mir eine Ehre. Wo soll ich anfangen? Menschen haben 5 Sinne, um die Welt um sich herum wahrzunehmen. Wir sind mit einem 6. gesegnet. Wissen. Und nein, es geht nicht nur um dein Adlerauge. Die Essenz dieser Fähigkeit ruht, aber sie kann in Atlantis erweckt werden. Dein Stab ist mehr als ein Schlüssel. Er ist eine Brücke zwischen deinem jetzigen Ich und der Person, die du wählst. Und wenn ich diesen 6. Sinn vollständig erwecke, beherrsche ich dann den Stab? Das und noch mehr. Komm, ich zeige es dir. Im Elysion und in der Unterwelt gab es Energiequellen, die mein Wissen verbessert haben. Meine Sinne haben sie aber nicht beeinflusst. In Atlantis wirst du Quellen finden, die deinen neuen Sinn viel konzentrierter erwecken. Dein Wissen wird nicht nur größer werden, sondern gedeihen. 3 solcher Quellen findest du, sobald du den Palast verlässt. Du kennst sie als Erkenntnisse der Hüterin. Es sieht aus, als könnte niemand hindurch. Es ist denen versperrt, die nicht den vollen Zugang zu unserem Wissen haben. Finde die Wissensquellen in diesem Palast und schreite danach hindurch.
Oha, ISO-Wissen. Der sechste Sinn. Erkenntnisse der dichteren ISO-Datenbank, ISO-Gutizes. Durch den ganzen Atlantis. Okay. Mehrere Quests angenommen. Ja, ist klar, dass wir die verfolgen. Da. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schieße da gar kein Feuer. Na, bleiben wir mal so. Hallo, Layla. Und hier? Was machst du denn hier drin? Du brauchtest eine Intervention. Ich konnte dich nicht körperlich aufhalten. Vielleicht wirst du es auf diese Weise verstehen. Nein, ich schaffe das. Halt dich da raus. Na. Oh. Alter! Oh lol, jetzt habe ich es erst gesehen. Oh Gott. Manchmal bin ich echt blind. Der Stab ein Teil von mir werden. Ich glaube, ich verstehe es langsam. Als könnte ich ISO-Erinnerungen fühlen und ihre Weisheit hören. Das Urteil von Atlantis. Jetzt weiß ich, was du damit meintest, dass die Quellen viel konzentrierter sind. Ich fühle mich verändert. Vieles ist hier anders, Dicastes. Das wirst du noch schnell genug merken. Atlantis erwartet dich. Ich habe eine unumstößliche Regel. Unsere Technologie darf nicht bei Menschen angewendet werden. Ihre Körper halten der Kraft nicht stand. Das wissen die ISO nur zu gut.
Also, darf ich jetzt gehen? Was ist meine erste Aufgabe als Dikastes? Selbst Atlantis ist keine perfekte Gesellschaft. Es strebt nach Ausgewogenheit. Das ist deine Aufgabe. Wenn deine Rolle als Geleiterin der Menschen erfüllt ist, kommen wir der Perfektion näher. Keine Sorge. Mein Respekt ist dir sicher. Diese Prüfung hast du bestanden. Mhm. Dikastes, seine Eminenz Atlas bittet euch, ihm in seinem Doma Gesellschaft zu leisten, um etwas von größter Wichtigkeit zu besprechen. Gut. Ich werde vorbeischauen. Seine Eminenz? Hier gibt es ja mehr Könige als in Sparta. Okay. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.